Hallo liebe Eisenbahnfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, und zwar Railroad Tycoon 2 Platinium. Man könnte auch sagen, es ist ein Replay von dem, was ich schon einmal gemacht habe. Und zwar habe ich damals das normale Railroad Tycoon 2 gespielt, nur habe es nie bis zum Ende gebracht. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch machen, dass wir es bis zum Ende bringen. Aber wir werden nochmal komplett von vorne beginnen. Weil ich habe jetzt nochmal eine ganz andere Strategie, die ich euch zeigen möchte, beziehungsweise ich möchte euch das Spiel so ein bisschen nahe bringen, falls es einer noch nicht so ganz verstanden hat, wie das funktioniert. Ich werde es Stück für Stück erklären. Ich hoffe, mir gelingt dieses. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, um Gottes Willen, Terrador, wie hast du denn Railroad Tycoon 2 eigentlich auf Deutsch hinbekommen? Ja, es war eine etwas kompliziertere Geschichte. Da musste ich meine Original-CD für verwenden. Ich habe das mal auf Windows XP installiert gehabt, habe mir die Daten sozusagen da auf den Stick gezogen, habe mir die dann hier in den Ordner gepackt. Ja, und schon war alles auf Deutsch. Also einen anderen Weg habe ich nicht gefunden, wie es funktioniert. Und ich kann euch diese Dateien auch leider nicht geben, weil aus rechtlichen Gründen kann ich euch das nicht geben, weil da müsste man theoretisch nur No-CD-Crack haben und schon könntest du das Spiel spielen, weil das Spiel ist ja im kompletten Ordner drin, also nee, geht leider nicht. Tut mir leid, ich kann das leider nicht tun. Wenn jemand das Originalspiel haben sollte, dann, also jetzt, ich sag mal in CD-Form, einfach im PC schieben, installieren und dann die Daten rüberziehen. Das reicht dann schon aus. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, weil das ist ja die Platinum Edition. Man sieht ja auch, es ist alles auf Deutsch. Sogar das zweite Jahrhundert, das dürfte, ja, Erweiterungskampagne. Das gehört hier zu Platinium. Das ist auch komischerweise auf Deutsch, was ich nicht so ganz verstehe. Vielleicht hatten die da schon damals dran gedacht, irgendwann mal nächstes Spiel rauszubringen. Und ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das wollte ich jetzt nur nochmal vorweg sagen. Nicht, dass ihr euch jetzt halt wundert, hä? Wie hat er das hinbekommen? Deswegen drücke ich jetzt hier auf Einzelspieler, neue Kampagne und die klassische Kampagne. Und ich möchte das Ganze selbstverständlich auf Normal spielen. Weil leicht ist mir zu leicht, schwer ist mir zu schwer. Ich denke mal, Normal ist richtig. So, dann drücke ich da jetzt mal drauf. Oh, hallo. Sie betrachten sich gerade die Herren auf der Tafel, oder? Ja, nur zu. Die wurden überall nur die Stahlrostbarone genannt. Manche von ihnen waren ehrbare Geschäftsleute, andere üble Gauner. Aber allesamt sind sie zu Legenden geworden. Ja, ich habe mir oft ausgemalt, wie das wohl wäre, einer der ganz Großen im Eisenbahngeschäft zu sein. Sie auch, hä? Oh ja. Warum versuchen Sie nicht mal Ihr Glück? Werfen Sie einen Blick auf die erste Kampagne, Aufbruchstimmung. Vielleicht würden Sie es ja ganz anders machen als die Stahlrostbarone. Wählen Sie eine der drei Optionen unten aus und dann an die Arbeit. Vergessen Sie nicht, am besten fängt man immer ganz von vorne an. Oh ja, damit hat er auch sehr recht. Deswegen nehmen wir auch Aufbruchstimmung. Und es sind so ein paar, ich kann ja mal hier kurz ein bisschen nach rechts gehen, da sind noch mehr Kampagnen und hier ganz hinten sind noch mehr. Also das ist noch nicht alles, was hier vorne steht. Und wir werden auf jeden Fall niedrige Streckenbaukosten nehmen, weil es ist einfacher, dann die Strecken zu bauen. Ich meine, plus 50.000 ist schon eine ganze Menge. Aber das werden wir auf Dauer nicht schaffen. Hello? You awake? Ja. Go ahead and select a map to get started. Ja, das will ich doch gleich machen. Und ja, die Gian Baldi ist eigentlich, nach 2 Jahren war die, glaube ich, verfügbar. Deswegen drücke ich jetzt hier auf Starten. Da sind sie also, an der Schwelle der Macht. Jetzt werden sie ihre ersten Gleise legen, ihre ersten Züge auf die Reise schicken und damit einem revolutionären Transportmittel zum Vormarsch verhelfen. Erleben sie, wie ein Land mit Hilfe ihrer eisernen Pferde wächst. Und dieses Land, wenn nicht gar die ganze Welt, sieht zu und setzt seine Hoffnungen in sie. Enttäuschen sie es nicht. Ja, das klingt doch mal nach was. Und hier merkt man auch schon, das Spiel ist irgendwie ein bisschen anders, weil wir haben hier Musik im Spiel. Das war bei dem normalen Railroad Tycoon 2 nicht so. Also es hat sich doch so ein bisschen getan, das muss man einfach mal so sagen. Okay,
Die Baltimore und Ohio war die erste betriebsfähige Dampfeisenbahn der USA. Erbaut wurde sie von 7 Unternehmern aus Baltimore, die sich damit als erfolgreich erwiesen, dass bald andere ihrem Beispiel folgten. Als Direktor der Baltimore und Ohio müssen sie eine Verbindungsstrecke zwischen Baltimore und Washington bauen und spätestens Ende 1840 mindestens 4 Ladungen Fracht befördert haben. Für Silber müssen sie zudem eine Verbindung nach Harper's Ferry errichten und mindestens 8 Frachtladungen befördern. Wollen sie Gold holen, gilt es zusätzlich eine Verbindung nach Philadelphia zu bauen und mindestens 12 Frachtladungen zu befördern. Okay, also wir werden natürlich als erstes nach Washington gehen und dann werden wir die nach Harper's Ferry bauen. Ich werde euch auch gleich mal zeigen, wo das alles liegt. Und dann halt nach Philadelphia. Am Anfang werde ich erstmal die Spielgeschwindigkeit auf 0 setzen. Weil sonst haben wir hier nämlich ein klitzekleines Problem, dass uns die Zeit davon läuft. Deswegen zoome ich jetzt mal zurück. Also Washington ist hier unten. Da müssen wir quasi hier einmal durch Relay durch und hier runter. Harper's Ferry ist ganz hier links auf der Ecke und Philadelphia ist da oben im Norden. Also das wird ein wenig knifflig, die Geschichte. Aber es ist machbar. Und diese Kampagne hier ist sowieso eine der bekanntesten, also von daher dürfte uns das jetzt hier kein Problem machen. Ich werde zuerst nach Relay eine Strecke bauen. Ich drücke jetzt hier auf die Gleise, damit wir erstmal Gleise bauen können. Und jetzt werde ich das hier erstmal langziehen. Wir werden auch erstmal nur eine einfache Strecke machen. Später können wir die ja noch doppelgleisig machen. So, jetzt haben wir die Gleise hingesetzt. Und jetzt brauchen wir noch einen Bahnhof. Das Wichtige am Bahnhof ist eigentlich, wir müssen hier gucken. Ihr seht ja diesen Bereich, den er da auswählen kann. Beziehungsweise dieser, wie nennt man denn das? Wo halt denn die ganze Ware mit eingezogen werden kann. Der Einzugsbereich. Jetzt habe ich's. Manchmal dauert es ein bisschen länger bei mir. Der kleine, der reicht halt nur, damit wir dann halt die Bäckerei und die Wohnhäuser da reinkriegen. Der wäre also ein bisschen klein. Wir müssten mindestens den mittleren haben, um halt auch noch die Farm mit rein zu bekommen. Und die werden wir jetzt auch bauen. So, ganz, ganz wichtig an dieser Geschichte ist, es ist jetzt im Moment der einzige Bahnhof. Also hier müssen wir noch nichts bauen weiter. Weil der Zug, wenn wir einen haben, der wird hier in Baltimore. Genau. Er hat hier nämlich einmal einen Wasserturm und einen Sandbehälter. Und die beiden Geräte sind sehr wichtig, damit es halt später nicht zu sehr vielen Defekten von dem Zug kommt. Dass er nicht verreckt. Und hier in der Lokschuppen wartet halt die Lok mit Öl. Können wir uns dann später noch alles angucken. Jetzt werde ich mir mal die erste Lok kaufen. Wir haben jetzt natürlich nur die, ja, die Stephenson Rocket. Ah, hier sieht man schon, hier ist es auf Englisch noch. Also es ist nicht alles auf Deutsch, aber das macht eigentlich nichts. So, ich drücke jetzt hier mal auf Kaufen. So, wo wollen wir denn das Ganze hinschicken? Ach, er hat hier schon die Strecken ausgewählt, die Strecke ausgewählt, finde ich sehr gut. Jetzt blättern wir einmal um. Und hier haben wir zum Beispiel noch im Angebot einen Postwagen. Relay braucht auch Post, deswegen werde ich jetzt hier mal einen Posthänger dranhängen. Und hier werde ich auch mal einen Posthänger dranhängen. Braucht Baltimore eigentlich Getreide? Ja, Baltimore braucht Getreide. Es steht hier unten 4 Stück Nachfrage. Von daher werde ich hier bei Relay noch mindestens einen Getreidewagen mit dranhängen. So, Lebensmittel sind auch nachgefragt in Relay. Deswegen, also man sieht ja immer Angebot und Nachfrage. Und weil ja in Relay sozusagen die Nahrung produziert wird, wird sie hier auch nicht verbraucht. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Also, es fällt jedenfalls nicht auf, weil der Lebensmittelwagen taucht hier gleich auf. Und, also im Angebot, aber er wird nicht verbraucht. Das ist so ein kleines Manko bei Railroad Tycoon 2, stört mich aber weiter nicht. Deswegen müssten wir dann theoretisch, wenn wir jetzt Getreide hier haben, müssten wir das irgendwie hin und her fahren, damit das dann halt hier benötigt wird. Das ist ganz merkwürdig zu erklären gerade. So, in Baltimore wird dann das Lebensmittel hergestellt, deswegen werde ich hier mal einen Lebensmittelwaggon dann abzweigen, damit das wieder nach Relay geht. Also, man merkt schon, es ist ein bisschen komplexer. Jetzt werde ich hier mal auf OK drücken, damit der Zug starten kann. Muss ich noch auf Zurück. So, jetzt werde ich mal die Geschwindigkeit wieder auf Normal setzen. Das ist Stufe 4. Und da fährt auch schon der Zug. Ich werde das diesmal auch nicht so machen, dass ich das Spiel dauerhaft immer beschleunige.
beschleunige, weil wir möchten doch so ein bisschen das Spiel genießen, sage ich mal. Und ich war halt bei meinem ersten Let's Play zu Railroad Tycoon ein wenig zu schnell, ein bisschen zu ungeduldig und ich war halt eins von meinen ersten Let's Plays. Da war ich noch nicht so so gut in diesem Spiel, muss man einfach mal so sagen, weil ich halt so aufgeregt war. Gut, jetzt hat er natürlich nur einen Postwaggon, das macht aber nichts. Dann ist er zumindest schon mal hin und her gefahren. Ich hoffe, hier in Relay sieht das Ganze anders aus. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, muss hier unten natürlich auf Bahnhof drücken, damit ich das sehe. 26.000 hat er gebracht, ist jetzt nicht sonderlich viel. So, also Relay hat schon Getreide im Angebot. Ich glaube auch, er hat sich voll bestückt, das ist sehr schön. Wenn ich jetzt hier mit Rechtsklick drauf gehe, sehe ich, wie viel er gerade transportiert und was der Frachtwert ist. Also 124.000 würde er maximal bringen. Aber dadurch, dass er ja ein bisschen fährt, verbraucht er das Geld auch. Das heißt, wenn ich jetzt wieder reingucke, gucke mal, jetzt sind es nur noch 121.000. Das sind sozusagen dann die Wartungskosten, die da schon mit abgedeckt werden, dass er halt fährt. Ne? Deswegen schrumpft hier der Betrag auch immer ein bisschen. Natürlich müssen wir auch bedenken, dass jeder Teilabschnitt von der Strecke auch ein bisschen was kostet. So, jetzt ist der Jahresbericht aufgeploppt. Gucken wir doch hier mal rein. Wir haben minus 28.000 Gewinn gemacht. Das ist ja jetzt ganz normal, weil wir mehr Ausgaben als Gewinn hatten gerade. Listete Frachtmann 210. Okay. 128 bringt Ertrag pro Frachtmeile. Okay. Investoren verfolgen die Politik des Vorstands verärgert, ist ganz klar, weil wir jetzt halt mehr Miese gemacht haben und unser Gehalt wird gekürzt. Da werden wir später noch drauf eingehen, wofür dieses Gehalt eigentlich gut ist. Na? Status wird nicht angezeigt, weil wir haben keinen Gegner. 30.000 haben wir eingenommen und Eigenkapital haben wir 121.000. Das ist momentan noch völlig unwichtig. Das brauchen wir, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, erst in der zweiten Mission, beziehungsweise zweiten Kampagne. Und das war sogar die dritte. Das ist jetzt nicht so wild. Ach. Oh, Wirtschaftsprognose günstig. Investoren atmen auf, Konjunktur gewinnt an Fahrt. Sehr gut. Sunday News. Man merkt, hier oben hat sich auch ein bisschen was vom Kopf verändert. Aber es macht nichts. Also es wird so einige Stellen geben, die noch englisch sind. Aber die stören mich nicht. Es ist halt jetzt spielbarer. Und so eine Wirtschaftssimulation auf Englisch zu spielen, das ist schon echt hart. So, jetzt muss der Zug nur noch ankommen. Oh, gucke mal, Janbal. Also ein Jahr hat es quasi gedauert, dass diese Janbal kommt. Aber ich finde diesen Zug nicht so sonderlich gut, weil hier, wenn man mal Beschleunigung guckt, Zuverlässigkeit ist 4. Wie viel hatte der? Zuverlässigkeit 4. Ach so. Doch, wäre doch eine Möglichkeit. Aber er kostet halt im Unterhalt vom Dampf ein bisschen mehr. Also ist jetzt die Frage, ob uns die Lok was bringt. Also ich würde erstmal diese Lok hier belassen. So, 97.000. Jetzt werde ich mal kurz wieder... Huch, ich wollte... P bringt nichts. Ich muss hier erstmal wieder auf Minus machen. Wir sollten vielleicht auch einen kleinen Kredit nehmen, damit wir das hier so gut wie möglich hinbekommen. So viel Geld habe ich nicht. 120.000. Gucken wir mal, was der Zug jetzt bringen würde. Ach so, ja. What? Sie haben 5 Frachtladungen befördert. Hier nochmal die Voraussetzung für einen Sieg. Okay, das muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken. Weil wir haben nämlich das hier oben jetzt geschafft. Also Bronze ist schon mal kein Problem mehr. Wenn wir jetzt nur noch nach Washington müssen. Er hat jetzt wieder ein bisschen Geld. 147.000. Okay, eine Lok wird jetzt nicht so sonderlich viel bringen. Deswegen werde ich jetzt mal einen Kredit aufnehmen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wirtschaftsboom prognostiziert. Regierung spricht von rapidem Wachstum. Sehr gut. News in the World. Ich glaube, wo musste ich denn hier drauf? Hier musste ich drauf. Genau, hier musste ich drauf. Dann hier hinten auf Finanzen und hier kann ich dann... wo haben wir es? Anleihen ausgeben.
So, hier steht jetzt, was man da halt beachten muss bei. Der Zinssatz sind gleich 9% und Emissionsgebühren sind 2%. Also wir würden da jetzt eine gewisse Zeit lang abbezahlen, bis wir diesen Kredit weg haben. Na? Fällig 1861. Ich sehe jetzt hier schon die Zahl falsch rum. So, jetzt haben wir den 500.000 haben wir jetzt mehr in der Kasse. Ich werde jetzt hier auch gleich mal das anhalten. Dann können wir nämlich nach Washington schon mal die Strecke bauen. Und wenn wir da dann schon mal einen Zug hin und her fahren lassen würden, dann hätten wir schon wirklich viel Gewinn und dann könnten wir quasi schon weiterbauen mit der Strecke. Was bauen wir denn hier unten mal hin für einen Bahnhof? Der ist zu klein. Hier müssen wir sogar den großen nehmen. Oh. Jetzt habe ich natürlich eine super Stelle ausgewählt. Ich möchte gern den Hafen noch mit drin haben. Na. So. Hier müssen wir jetzt auch noch beachten, dass wir halt Wasserturm und Sandbehälter bauen sollten. 25.000 und Sandbehälter. 55.000 würden wir ausgeben. Reicht also noch. Lokschuppen wäre hier unten auch nicht schlecht. Weil das ist doch eine relativ weite Strecke, wenn ich das mal so sagen darf. Hier an der Stelle sollten wir auch mindestens einen Wasserturm bauen. Weil Wasser ist nämlich immer das, was am schnellsten leer ist. Aber da muss ich noch mal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Wir haben jetzt nämlich schon alles Geld ausgegeben. Aber wir wollen ja ein bisschen investieren in unsere Firma, damit wir überhaupt an Geld kommen. Ich werde das auch heute so machen, dass zumindest die erste Kampagne komplett aufgenommen wird und das in einer Folge präsentiert wird. Und bei den nächsten muss ich dann mal gucken, wie wir das machen. Wir sind jetzt hier schon bei 16 Minuten, beziehungsweise 17 Minuten, wenn ich mal die Sekunden noch hochrechne. So, Ihr Vorstand hat die Dividende ausgesetzt. Das ist jetzt ganz klar. Wir sind nämlich gerade bei minus 4.000. Aber das dürfte uns jetzt nicht weiter kratzen. Ja, unser Gehalt wird jetzt nochmal ein bisschen gekürzt. Natürlich sind dann auch die Ausgaben wieder geringer, weil wir weniger Geld kriegen. Wir haben 115.000 eingenommen. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Oh, hier unten steht Wirtschaftsstatus. Boom. Das ist schon mal sehr schön, weil die Wirtschaft ist sehr günstig. Jetzt könnten wir quasi Aktien gut verkaufen, weil die sehr viel wert sind. Und wenn das hier dann mal auf normal steht, könnte man welche kaufen, beziehungsweise wenn wir da Wirtschaftskrise stehen haben. Ich glaube dann, oh ne, Krise steht da nur. Dann könnten wir nämlich ganz günstige Aktien kaufen. Und dann, wenn es wieder boomt, dann wieder verkaufen. Und das geht dann immer so weiter. Ganz wichtig ist immer, wir können hier immer gucken, wenn wir jetzt auf die Geräte, sage ich schon, auf die Gebäude drücken, was die denn alles so bringen. Hier zum Beispiel das Getreidesilo bringt zweimal pro Jahr Getreide raus. Wir könnten jetzt auch dieses Gebäude kaufen und würden damit dann halt Geld verdienen. Rentabilität ist mäßig momentan, weil wir halt nicht so viel davon wegnehmen, ne? Wir nehmen ja jetzt immer nur einmal Getreide, wahrscheinlich im Jahr einmal nur weg. Und deswegen lohnt sich das Geschäft jetzt nicht unbedingt. Und umso weiter das runtergeht, umso günstiger wird der Kaufpreis selbstverständlich. Wenn wir jetzt hier ganz viel Getreide wegnehmen würden, dann würde hier auch das Getreidesilo mehr Geld machen. Also, es ist eigentlich schon ganz schön gemacht. So, ich möchte jetzt gerne einen anderen Zug noch haben. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns hier schon einen Ball holen? Ich glaube, die holen wir uns. Ja, die holen wir uns. Wir fahren mal von Washington unten bis nach Baltimore. So, was hat denn wow. Die haben aber viele Personen. Nachfrage ist hier in Baltimore auch noch relativ hoch. Deswegen werde ich mal mindestens 3 mitnehmen. Eine Post. Hier dasselbe auch nochmal. Und wir könnten, genau, das würde ich auch machen, dass wir von Baltimore einmal Lebensmittel mitnehmen. Weil hier steht nämlich, sie brauchen Lebensmittel. Also, Lebensmittel. Jetzt müssen wir natürlich unserem anderen Zug erstmal sagen. Ich mache das immer so, dass ich dann hier rausgehe. Der hier kriegt Priorität hoch. Dann würde dieser Zug hier anhalten. Also die werden jetzt nicht zusammenscheppern, sondern der wird dann hier durchsichtig.
einfach nur bleibt stehen an seiner Stelle, wo er gerade ist. Oh, wie viel Geld bringt der denn hier? 779.000. Holla, die Waldfee. So. Ah, okay. Hier bei Relay werde ich nochmal ein Getreide mehr mitnehmen. So. Und hier ist halt die Bäckerei, die daraus dann die Lebensmittel macht. Mäßig ist das momentan auch, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mehr Getreide liefere, dass es dann auch dementsprechend nach oben steigt. Aber kaufen werde ich jetzt noch keine Gebäude, das werden wir später alles machen. Hier könnten wir auch Vieh hinbringen, dann würden die ja auch Lebensmittel machen. Was kommt denn hier? Ach so, kläglich. Das ist nicht so gut. Hafen bringt halt, je nachdem, was das für ein Hafen ist, ist immer unterschiedlich. Die bringen mal Personen, Post, die bringen auch mal Stückgut. Mal sehen, wie es hier unten bei Washington aussieht. Was bringt der uns denn? Der bringt uns auch Personen und Post. Es gab auch noch andere Hafentypen. Ist hier oben auch ein Hafen? Nein. Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie die Siegbedingungen aussehen. Nicht, dass ich das jetzt hier überschreite von der Zeit. Und unser Gehalt wird nochmal gekürzt. Weil wir jetzt keine Gewinne gemacht haben. Also wir sind sozusagen gerade in einer Zwickmühle. Aber ich sage mal so, wenn jetzt dieser Zug hier ankommt, dann werden wir auf jeden Fall wieder mehr Gehalt kriegen. Nein, das war der Optionsmenü. Vor allen Dingen der Optionsmenü. So, wir müssen... Ach so... Hier gibt es jetzt keine Jahre. Also wir müssen es spätestens alles bis 1840 schaffen. Okay. Also wir haben noch Zeit. Wir haben noch 7 Jahre Zeit. Ich gehe mal von aus, wir brauchen diese 7 Jahre nicht. Yay. 84.000 hat er gebracht. Der nimmt jetzt auch wieder Lebensmittel mit. Finde ich sehr gut. Guck mal, was da kommt. Da kommt der Express. Man merkt schon, der Zug ist doch um einiges schneller, als dass jetzt der da ist. Mhm. Holzbrücken haben so einen kleinen Nachteil. Da fahren die Züge doch relativ langsam rüber. Da ist es die Frage, ob wir daraus eine Betonbrücke machen sollten. Ja, dann fahren nämlich die Züge auch da schneller drüber. Aber das lohnt sich eigentlich nicht unbedingt, weil die Betonbrücken doch sehr teuer sind von der Anschaffung her. Also bleiben wir mal am besten bei der Holzbrücke. So, dann komm mal an. Eieiei, haben wir jetzt Geld. Werde ich mal kurz wieder stoppen, damit wir nicht das Geld verlieren, so. Hier gibt's Vieh. Wir könnten eine Strecke hier oben von den Getreidesilos hier hin machen. Weil hier steht nämlich, wenn mit Getreide beliefert, erhöht sich die Produktion um 50%. Das könnten wir zu unserem Vorteil nutzen. Dann fahren wir halt hier mit dem Zug runter zu dem Vieh, verladen das hier sozusagen dann auch gleichzeitig und bringen das hier nach Baltimore. Und dann können wir unseren Zug, der nach Washington fährt, können wir sogar dann noch ein Lebensmittel mehr mitgeben. Das ist eine Möglichkeit und ich sehe auch gerade, er würde den hier gar nicht befüllen, weil wir halt zu wenig Lebensmittel haben. Will mal kurz gucken, ob die Nachfrage... Nee, das, also vom Lebensmittel steigt hier trotzdem die Nachfrage, obwohl wir halt da die Bäckerei haben, die da gerade was macht. Von daher... 4 ist Normalgeschwindigkeit. Och, halt, ich wollte doch erstmal die Strecke bauen. Fahren wir mal so. Hupsala. Oh, also ich meine jetzt so, diese Zeitung kommt echt spät. Das könnte jetzt sein, weil der erste Zug angekommen ist. Jubel in der Bevölkerung über die Verbindungsstrecke Baltimore und Washington. Große Begeisterung über den Bau des ersten Bahnhofs der Baltimore und Ohio in Washington. Na, das klingt doch schon mal vielversprechend.
So, jetzt müssen wir mal gucken, was können wir denn hier für einen Bahnhof hinbauen? Der ist zu klein. Ich möchte aber gern die... Obwohl, die Häuser sind mir in dem Fall eigentlich egal. Was bringen die denn schon? Hier ist ein Sägewerk drin. So würde es eigentlich ausreichen. Zumindest da oben die Vieh, also das Viehzeug mitzunehmen. So. Hier haben wir auch ein Sägewerk. Man hat es eben gerade gemerkt, wir haben Langholz jetzt in der Nachfrage. Also wenn wir das jetzt hierher bringen würden, dann würden die daraus Holz machen. Und nicht, das brauchen auch die meisten größeren Städte, sowas wie Baltimore beispielsweise. Aber in dem Fall brauchen sie es nicht. Es kommt immer drauf... Oder doch? Hier steht's doch. Holz. Das brauchen halt immer die Wohnhäuser. Umso größer die Stadt ist, umso mehr Holz und Milch brauchen sie. Ich sehe das jetzt auch gerade erst. Aber wo kriege ich Milch her? Ah, hier. Das dürfte... Eine Kuhzucht. Nee, das ist eine Schafzucht. Okay. Wie sah denn nochmal ein Bauernhof aus, wo ich Milch herkriege? Das hier sind alles Schafzuchten. Ah, hier, das da. Das ist für die von den Kühen. Milchviehhaltung. Und da kriegen wir halt auch 50% mehr. Mann, ist die weit weg, die Molkerei. Da müssen wir ganz schön weit fahren, ne? Okay, wir bauen mal die Strecke weiter. Da oben gibt's Langholz. Sogar zweimal. Oh, hier könnten wir ein richtiges Imperium aufbauen. Aber es ist eigentlich hier in der ersten Kampagne noch völlig unnötig, das alles zu machen. Von daher werde ich erstmal hier nur eine Strecke hinsetzen. Später werden wir da mehr drauf eingehen. Hier werde ich auch nur den einfachen Bahnhof hinsetzen. Wobei... Was würde mir das bringen? Eigentlich nicht viel. Hier ist nämlich auch eine Vieh... Verarbeitung, sage ich mal. Komm, ich setze jetzt hier mit... kleinen Bahnhof hin. Baltimore und Ohio erreicht Harper's Ferry! Baltimore und Ohio erreicht Ausläufer der Appalachen. Das ist ein Gebirge. Durfte ich mir beim letzten Mal anhören, da war ich noch so... so unerfahren. So, jetzt haben wir das zumindest bis dahin schon mal geschafft. Prima, machen Sie weiter. Dann winken Ihnen mindestens Silber. Winkt Ihnen mindestens Silber. Ich habe da Winken gerade rausgemacht. War nicht schlecht. Der Vorstand legt Ihnen jedoch nahe, nach Gold zu greifen und eine Verbindungsstrecke nach Philadelphia zu bauen und mindestens 12 Frachtladungen zu befördern. Wenn Ihnen das bis Ende 1840 gelingt, erhalten Sie Gold. Wenn nicht, werden Sie sich mit Silber zufrieden geben müssen. Ach, wir holen uns Gold, ne? Wir greifen nach dem goldenen Pokal. Die Aktie von Baltimore und Ohio wurde 3:1 gesplittet. Das ist sehr gut. Also hat die so viel Umsatz gemacht gerade, dass die gesplittet... Oh ja, guck mal, der Vorstand erhöht ihr Gehalt um 6.000 auf. Sie erhalten einen Bonus von 5.000. Na, wer sagt's denn? Wahrscheinlich, weil jetzt gerade dieser tolle Zug angekommen ist. Und jetzt haben wir halt wieder ein bisschen investiert. Und Mac, was? Was ist das denn? Mac Nerv und Hubert Garrett haben sich kürzlich als Manager in ihrer Gesellschaft beworben. Okay. Das wird später auch noch so ein paar Sachen haben. Ja, kommen wir noch hin. Nur jetzt in der ersten Kampagne ist das noch nicht nötig, dass wir das brauchen. Später brauchen wir Manager, weil Manager sind zum Beispiel so welche, die können dafür sorgen, dass, ich sag jetzt mal, die Streckenbaukosten gering sind, dass man zum Beispiel mit also wenn man jetzt Personen transportiert, mehr Geld macht, mehr Umsatz oder mit ganz normalen Gütern. Also das kommt immer ein bisschen drauf an, muss ich sagen. So, wir verfolgen jetzt hier mal den Zug, der nach Washington fährt. Weil wenn der nämlich angekommen ist, können wir bestimmt nach oben zu Philadelphia schon mal ein ganzes Stückchen bauen. Ganz fertig werden wir es nicht kriegen, aber hey, wir haben Zeit. Wir sind jetzt schon bei einer knappen halben Stunde. Damit habe ich eigentlich auch so gerechnet.
Na los. Wie weit bist du noch weg? Ach, er ist bald da. Sehr gut. Gucken wir uns einfach mal Washington an und warten darauf, dass der Zug kommt. Also es sieht ganz danach aus, als ob dieser Zug, den wir gemacht haben, mit dem Wasser auskommt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, unser Gehalt wird schon wieder gekürzt, weil wir jetzt halt keinen Umsatz gemacht haben in diesem Jahr. Ist immer so. Und dann steigt es wieder, weil wir Umsatz gemacht haben und hast du nicht gesehen. Also, ist manchmal nicht so einfach. Mit dem Vorstand. Der sieht doch alles... Oh, die Luft ist raus. Wirtschaftsboom hat Höhepunkt überschritten. Jetzt wird es wieder nach unten gehen. So, jetzt halten wir nochmal an. Wir haben auch schon wieder Geld verloren, wie ich gerade gesehen habe. Da war ich ein bisschen langsam mit dem Zurückspulen der Geschwindigkeit. So, wie bauen wir denn das? Gerade wäre mir eigentlich ganz lieb. Oder wir bauen es halt sehr flach. Ich will mal ein bisschen zurückscrollen. Oh, man kann natürlich auch eine Betonbrücke darüber bauen, aber wie teuer ist die? 2.430.000. Nein, bitte, das will ich nicht. Ich hebe mir auch mal ein bisschen Geld auf, damit wir nicht gleich wieder ins Minus kommen. Wir könnten jetzt hier nach Wilmington. Das ist hier mal auch ganz cool. Das ist einfach mal ein Getreidesilo mit einem Viehhof dran. 3 pro Jahr. Das scheint hier ein bisschen größer zu sein. Hier oben gibt es auch Milchbauern. Ey, das wäre eine Idee. Das wäre mal eine richtige Idee. Wollen wir die Milch von hier oben mal nach unten fahren? Warte, das machen wir doch. Ja, jetzt muss ich tatsächlich den größeren nehmen. So viel Geld habe ich nicht. Ich habe jetzt auch die Zeit gar nicht laufen lassen, ich Vollhorst. 747. So, dann komm mal an, lieber Zug. Du hast ja nicht so viel mit. 99.000, das ist ja... Das sind so ein paar Peanuts, aber ist ganz gut, dass wir das auch noch kriegen. Ja, er hat auch die 2 Getreide mit dabei. Oh, ich glaube, im Relay gibt es gar nicht mehr so viel Personen zu transportieren. Wie sieht's denn da aus? Doch, eigentlich müsste er. Konjunkturschwäche. Kein Wachstum in naher Zukunft. Okay. Gleich ist das Jahr auch wieder rum. Aber wir sind diesmal im Plus. Was ich sehr begrüße. Also wir müssen eigentlich immer darauf achten, wie jetzt unser Umfeld ist. Also... Jede Stadt hat ja so seine Besonderheiten, wie hier zum Beispiel in Ellicott Mills. Jetzt kann ich wieder nicht drücken. Wollen wir mal gucken. Vorstand erhöht ihr Gehalt. Das reicht mir schon, wenn ich das lese. Und hier oben die Gewinne, die sind ja auch relativ in die Höhe geschossen. Sehr gut. Hier zum Beispiel das. Das ist eine Werkzeugfabrik. Hier könnte ich Eisen hinbringen oder Stahl und würde daraus Stückgut gewinnen. Später ist es so, umso weiter die Jahre fortschreiten, wird das hier mit dem Werkzeug mit Eisen nicht mehr gemacht. Dann wird es irgendwann nur noch mit Stahl gemacht. Und Stahl zu produzieren, ich hoffe, wir haben hier mal irgendwo ein Stahlwerk in der Nähe. Es kann natürlich auch sein, dass es hier keins gibt. Ich muss jetzt mal gerade hier so ein bisschen rumgucken. Gibt es gar kein Stahlwerk. Moment, es gibt ja noch so eine tolle Funktion. Ich drücke einfach mal auf... Stahl gibt es hier wirklich nicht. Weil alles, was hier so drauf ist, das gibt es. Es gibt sogar Baumwolle irgendwo. Da oben. Da gibt es Baumwolle. Ach, da wird Baumwolle benötigt. Aber
Man kann keine Baumwolle hier bekommen, okay. Manchmal ist das ein bisschen komisch verteilt, das muss man einfach mal so sagen. Hier, guck mal, was da für ein Zug wieder ankommt. Der Zug aus Washington. Der wird uns gleich erstmal viele, viele Tausende von Dollar geben. Jetzt gehen wir mal kurz auf langsam, auf anhalten. Rezession droht. Regierung sagt Wirtschaftsflaute voraus. Okay. Also jetzt geht's wieder nach ganz unten von der Wirtschaft. Also Aktien kaufen wäre jetzt bald angebracht, weil dann kosten sie nicht viel. Man kann allerdings auch ziemlich viel verlieren. Das muss man einfach dazu sagen. Falls man jetzt irgendwelche Aktien verkaufen sollte. Also auf die Idee sollte man jetzt nicht kommen. So, jetzt müssen wir da theoretisch nur noch einen kleinen Bahnhof hinsetzen. Ich könnte das jetzt beschleunigen, indem ich nochmal Anleihen nehme. Einfach einen Bahnhof hinflanschen und fertig. Aber ich möchte das mal ohne machen. Ich glaube, es reicht sogar schon, wenn der Zug ankommt. Oder auch nicht. Aber ich werde das, glaube ich, beschleunigen. Mal gucken. 63.000. Ne, es hat nicht ganz gereicht. Also werde ich jetzt nochmal kurz Anleihen nehmen. Ach. Komm, weg damit. Finanzen, Anleihen ausgeben. Okay. Hoppala, jetzt hat man kurz meine Taskleiste gesehen. Da war ich ein bisschen zu stürmisch nach unten gegangen. Ja, was machen wir hier vom Bahnhof hin? Das ist ja eigentlich Wurst. Können wir auch den ganz großen Netz da hinsetzen? Komm, das machen wir auch. Baltimore und Ohio erreicht Philadelphia. Großer Applaus, als letzter Bolzen eingetrieben wird. Ja, sehr gut. Jetzt gehen wir hier raus. Drücken mal auf. Danke, danke meine Fans, danke. Jetzt habe ich da natürlich schön gerade die Einblendung gehabt. Macht aber nichts. Hervorragende Leistung. An ihrem Triumph werden alle nach ihnen gemessen. Der Vorstand zeichnet sie in Anerkennung ihrer Leistungen mit einer Goldmedaille aus. Okay. Wollen Sie das laufende Spiel weiterspielen? Nein. Ich muss sagen, nicht schlecht für einen Anfänger. Sie haben die Sache prima ins Rollen gebracht. Jetzt werden Sie erleben, wie alle versuchen, auf den Zug aufzuspringen, wenn ich mal so sagen darf. Okay. So, ich werde wieder ins Hauptmenü gehen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, dafür, dass ihr hier mit dabei wart, wo ich die erste Kampagne jetzt geschafft habe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Kampagne wieder. Die werde ich höchstwahrscheinlich dann ein bisschen splitten, weil wir sind jetzt bei 38 Minuten und ich habe es mir so gedacht, vielleicht machen wir so 15 Minuten Folgen, 20 Minuten Folgen, muss ich mal gucken, wie wir das machen. Aber vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, noch einen schönen Tag und tschüss!